fokussiert, konzentriert und ambitioniert. So will sich Hoffenheim gegen die aktuell bärenstarken Bayern präsentieren. Das Hinspiel gibt ihnen Mut, denn da gab es einen 2:1 Erfolg. Ich glaube, es kann ein Fehler sein von einem Trainer, dass er das ein oder andere Spiel zu groß macht. Von mir grundsätzlich versuchen wir, jedes Spiel groß zu machen. Ich glaube, häufig ist es besser, wenn man gegen eine, sag mal, kleinere Mannschaft spielt, um das Spiel größer zu machen. Weil ich glaube, jetzt gegen Bayern werden die Jungs voller Kanne da sein. Und wir wissen natürlich auch, wie stark die sind. Ganz so stark wie unter der Woche gegen Chelsea werden sie aber nicht sein. Robert Lewandowski fällt mit einer Schienbeinblessur rund 4 Wochen aus. Normalerweise, wenn Lewandowski nicht mitmacht, das ist schon ein normaler Vorteil vor den Gegner, glaube ich. Weil es einfach der beste Stürmer in der Liga, glaube ich, seit 10 Jahren. Und ohnehin ist es meist besser, auf sich selbst zu schauen. Die eigene Stärke und das Ausschöpfen des eigenen Potenzials sollten im Vordergrund stehen. Wie gut, dass dein André Kramaric, der langersehnte Torjäger, vor seiner Rückkehr auf dem Platz steht. André wird heute wieder mitmachen, hat gestern einen super Test gemacht mit Ottmar Reusch und die ist fit. So, ich gehe davon aus, dass er spielen kann. Stichwort Spielen. Da wollen die Hoffenheimer mutig auftreten. Zumal sie als eines der einzigen Teams der Liga in den vergangenen Partien eine positive Bilanz gegen den Rekordmeister aufweisen können und als so etwas wie der Angstgegner der Bayern gelten. Wenn wir mutig auftreten, haben wir wieder eine Chance. Aber natürlich muss man ehrlich sein, Bayern in dieser Form wird schwer sein, aber ja, ist möglich. Vor ausverkauftem Haus gilt sowieso immer, das Beste aus sich herauszuholen. In der aktuellen Form wäre aber sicher schon ein Punkt gegen München ein Erfolg.